Hey, ich bin gerade aktuell in Bansko, Bulgaria. Das ist so eine digitale Nomaden-Hubspot, also quasi, wo viele digitale Nomaden sind. Wir haben uns jetzt hier erstmal ein bisschen niedergelassen und werden auch länger bleiben. Ich habe ein komplettes Video gemacht, quasi behind the scenes, wie mein Tag so aussieht, wenn ich mit meinem iPad arbeite. Hier auf dem Kanal geht es ja eigentlich rund um DaVinci Resolve auf dem iPad. Und falls du mich schon länger verfolgst, ich habe ja letztes Jahr 2 Videos jeden Tag über 276 Tage gemacht. Das hat einen Vorteil gehabt, da ich 2 Audiences wachsen lassen konnte und auch meine Masterclass für DaVinci Resolve in beiden Sprachen machen konnte. Aber der Nachteil ist, ich konnte nie längere Videos machen, weil einfach dann die Zeit nicht ausgereicht hat. Und hier habe ich mir jetzt mal die Mühe gemacht gehabt oder auch einfach die Lust. Ich hatte Lust, um ganz ehrlich zu sein, die Idee kam eher so, wenn mein noch nicht existierender Sohn, also ich habe gar keinen Sohn, aber ich hatte das in meinem Kopf, stell dir vor, mein Sohn würde gerne wissen wollen, wie mein Tag so abläuft. Und zwar auch mit meinen Downforce, also auch so die Schwierigkeiten, die ich zum Beispiel habe. In dem Video rede ich zum Beispiel gegen Ende auch, was meine aktuelle Addiction, also Sucht ist, die ich verfalle, wo im Prinzip mich auch ein bisschen stoppt. Ist nicht der Hauptfokus des Videos, aber auf jeden Fall ist mit da drin. Ja, ich zeige auch die Coworkings, zum Beispiel das, wo ich gerade hier drin bin, aber halt alles nur in Englisch. Auf dem englischen Kanal, habe das Video gestern veröffentlicht. Ich werde das hier mit verlinken. Schau dir das gerne mit an. Das ist auf jeden Fall das Coworking, eins von den 3 Coworkings, wo wir jetzt hier mit drin sind. Und ja, ich nehme dich einfach mit behind the scenes. Wenn dich das interessiert, klick auf den Link. Ich verlinke das jetzt hier irgendwo, Endkarte oder einfach Beschreibung oder Kommentar. Und ja, sorry, dass es nicht auf Deutsch ist, für die, die kein Englisch verstehen. Aber ich habe das Video auf jeden Fall so aufgebaut, dass man vieles verfolgen kann, auch vieles einfach visuell sieht. Es ist mal ein Vlog. Ja, ein Vlog. Im Prinzip ist es mal ein Vlog und nicht einfach nur ein Erklärvideo. That's it für heute. Viel Spaß bei dem anderen Video. Und wenn du irgendwelche Fragen zu DaVinci Resolve hast, kannst du mir gerne hier in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ich bin Daniel. Ciao.